Genau, im Bauch einatmen. Ja, ihr seid eh schon erfahren. Wie viel Grad haben wir? Ja, nur messen wir es gleich. Wir sind die Österreichische Eisschwimmvereinigung oder die Ice Swimming Association Austria. Wir machen da Eisschwimmen. Das heißt, schwimmen in einem Wasser, in einem freien Wasser, in einem natürlichen Wasser, das auch natürlich gekühlt ist, unter 5 Grad sowieso. Wenn uns ein bisschen mehr wie 3 Grad? Es sind eigentlich angenehme Bedingungen. Es ist draußen sehr kühl mit fast minus 2 Grad. Das Wasser hat aber plus 3 Grad. Viel in den Bauch hineinatmen, also nicht den Schock in die Brust, so, weil das ist eher schlecht. Und dann bin ich bei dir und wir gehen da ganz kommod ins Wasser rein. Deswegen ist es nicht so schlimm, es ist überhaupt nicht schlimm. Schafft ja jeder. Voraussetzung ist, dass man natürlich gesund ist und schwimmen kann. Gesund heißt also keinen hohen Blutdruck, keine Herzprobleme. Genau, im Bauch einatmen. Ja, kommt gleich rein. Das ist wie gesagt, im Bauch. Der Bauch ist gut. Nicht? Ja, ich habe zuerst ein bisschen Angst gehabt und es ist wesentlich weniger schlimm, als ich befürchtet habe. Es ist wirklich total angenehm und ich kann mir vorstellen, dass man dann auch süchtig wird. Es ist nur in den Händen ist es sehr kalt, aber sonst am Körper absolut auszuhalten. Ich habe ja fürs Eisschwimmen jetzt eine eher ungünstige Figur, so lang und schlaksig, also man kühlt schnell aus und also ich halte es nicht so lange aus wie die anderen und meine größte Angst ist immer, dass ich so lange drin bleibe, dass ich dann so in die Finger so kalt ist, dass ich mich nicht mehr anziehen kann. Das ist aber bis jetzt noch nicht passiert. Vor allem danach ist es so ein bisschen ein Höhegefühl, wie wenn man sehr lange laufen war oder, ja, und der ganze Körper ist gut durchblutet und nach einer Weile auch wieder angenehm warm. Das ist super gemacht. Ja, ich bin ein bisschen was gewohnt vom Tauchen, aber es ist nicht so schlimm wie immer. Nein, gell? Nein, überhaupt nicht. Das Schöne ist, es warm wieder warm werden, aber es hat schon eine Faszination. Also wenn ich irgendwo zu einem See hinkomme im Winter, ich weiß genau, ich kann da reingehen und das hat eine wahnsinnige Faszination. Aber danach, wenn man dann wieder ein bisschen warm wird und die Kälte durch das Fett auf die Muskeln kommt, dann hat es ein ganz komisch wohliges Gefühl und das reizt natürlich auch.